Leute, seht ihr auch dieses Untersuch? Ja, Link, ich weiß, das steht da. Wie er da hinguckt. Neue Folge Breath of the Wild. Fabian spielt. Wir haben einen Schrein entdeckt in Hyrule, im Königreich Hyrule. Wir sind jetzt nicht mehr auf dem Plateau. Wir haben jetzt ja schließlich ein Parasegel. Wir können rumfliegen und schweben, wie so viel wir wollen. Super gut. Super gut, Mann. Und sind jetzt runtergeglitten in die Spielwelt, in die große Spielwelt. Und erkunden da gerade so ein bisschen. Man kann im Morast versinken. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hat das Spiel gerade gesagt. Ich wollte es nur mal. Ich wollte es nur mal mitteilen. Okay, da ist was? Washi, Ryako, Hylia, Prüfung. Alles klar. Das kam jetzt unerwartet, aber okay. Vom Winde verweht. Mensch, hätten wir doch nur ein Parasegel. Ja, okay, das ist jetzt die Prüfung fürs Parasegel quasi. Cool. Und Schienbein aufgeschlagen. Ja. Das tat mich. Das sah ein bisschen schmerzhaft aus. Yay! Bernstein. Ich verstehe das Meme. So langsam, ne? Mhm. Okay, wie. Hier kommen wir in die Richtung nur zurück und da kommen wir weiter. Genau. Ja, wir sind auf dem Weg zum Dorf Kakariko und wir werden bestimmt, so wie es auf der Karte aussah, noch ungefähr 3 Jahre brauchen, um da hinzukommen, weil wir an jeder Ecke noch irgendwas bemerken, wo wir hinwollen. Nein, denn sowas passiert uns nicht. Wobei ich immer sagen muss, ich bin mittlerweile, vielleicht bin ich auch schon einfach jetzt zu erfahrener Spieler, weil ich seit 20 Jahren spiele und so, aber mittlerweile bei solchen Open-World-Spielen bin ich immer eher so, ich versuche mal die ersten 2-3 Stunden erstmal, bis ich alles freigeschaltet habe, was man so an Hauptfähigkeiten und so braucht, versuche ich normalerweise immer erstmal einfach straight die Story zu machen. Okay. Weil ich denke immer, so ich werde an ganz vielen Stellen, wenn ich jetzt schon frei erkunde, werde ich merken, das geht noch nicht so gut. Mhm. Und dann kommst dann du muss ich später eh nochmal dahin zurück. Und dann erkunde ich lieber, wenn ich alles kann, sozusagen. Alter. Warum hat der es nicht abbrechen? That was a knapp thing. Nee, du musst, glaube ich, hier rüberhüpfen. Ja. Okay, so. Ich würde aber gerne da hinten. Mach doch. Nee. Hält dich doch nichts ab. Doch, der Typ da. Und wenn ich jetzt hier mit dem. Da ist Bernstein drin, du willst da gar nicht hin. Hm, Bernstein. Nein. Na, du bist so doof. Das muss doch wehtun, du zu sein, ey, ganz ehrlich. Echt so 3 Zentimeter über die Kante rüber. Aber wie macht man das dann, Dennis? Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Geh zum Typ. Also ich würde ganz gerne jetzt erstmal so ein bisschen so die Hauptfähigkeiten haben und dann die Welt weiter in Ruhe erkunden. Das ist halt auch so eine Sache. Die Truhe würde mich jetzt schon interessieren, aber es ist wirklich nur Ausrüstung da, die später eh nutzlos wird oder halt Crafting sagt, die wir irgendwo anders finden. Richtig. Weil es sind weder Rubine noch Herz halt, die man finden kann. Genau. Das Erkunden ein bisschen. Naja, das stimmt, aber es gibt ja hunderte verschiedene Waffen und Gegenstände. Boah, ich habe ihn mitten in den Schritt geguckt. Und in diesen Kisten findet man ja teilweise dann auch mal neue Waffen, die man dann später auch selber craften kann und so. Ach, man kann später craften? Ich glaube schon. So, damit haben wir, ja, tschüss, mach dich vom Acker los. Aber, stirb. Aber wenigstens haben die hier eine andere Körperhaltung. Stimmt. Boah, da hat sich Nintendo ja voll Mühe gegeben. Richtig. Die hocken ein bisschen anders da, sehen aber ansonsten exakt genauso aus. Warten. So, jetzt haben wir schon 5 von 150 Schreien geschafft. Super gut. Schon auf einem guten Weg, das Spiel durchzuhaben. Boah, da haben wir schon manche Zeldas langsamer Fortschritt gemacht. Naja, ja, gut, aber das hier ist ja mit Ansage, dass es 200 Folgen dauert. Also, oh, habe ich nichts gegen. Ja. Kiste. Ja. Ja. Da müssten wir aber irgendwann vielleicht dann doch mal wieder längere Aufnahmetage machen, wo wir auch nochmal irgendwie andere Spiele aufnehmen, damit ich nicht wahnsinnig werde. Nicht, dass ich jetzt was gegen das Zelda hätte, aber ich möchte auch nicht den Rest meines Lebens nur noch dieses Spiel spielen, ehrlich gesagt. Da habe ich ja, mein Problem ist ja dann immer, dass, das war nicht weit genug. Mein Problem ist ja immer, dass mir bei Spielen, egal wie gut sie sind, nach einer Zeit immer langweilig wird und ich neue Spiele brauche. Ist das hier? Ja, das ist ein Abhang, ne? Das sieht nach einem Abhang aus. Okay, dann halt nochmal von hier. Ja, aber ansonsten da auch ein Explosivfass stehen, was du abballern könntest. Aber du hast keine, ich hab Bombenpfeile. Ach, du hast Bombenpfeile, stimmt. Aber so geht's auch. Na, mach, mach. Trottel. Oh, der lebt. Das finde ich gut. Dann kann ich ihn nämlich extra töten. Los, nimm dir deine Waffe. Dann ist es fairer.
Ja, mein Gott, dann zerbricht halt der rostige Zweihänder gleich. Oh, ein Soldatenschwert. Ein gutes Schwert, ordentlich. Aber mach erstmal den Zweihänder kaputt. So. Bling, bling, bling! Na, was... Okay, ja. Oh, jetzt war es wirklich bei einem Wurfspeer. Sehr gut. Cool. Stachelbockschild. Geht leider nicht. Kannst du das normale Bockschild wegwerfen? Nein. Wenn man erstmal alle Tasten drückt. Es gibt doch einfach zu viele Tasten. Rostige Schild, rostige Schild. Alles muss raus. Toll. Ja, ich wollte schon sagen, jetzt kriegst du den nicht aufgesammelt, weil da so viel andere Scheiße rumliegt. Wurfspeer. Brauchen wir nicht, brauchen Fackel, wir nicht. Fackel. Brauchen wir alles nicht. Oh, guck mal, brennende Kadaver. Oh, ist das schön. Das finde ich gut. Das ist ein schöner Anblick. Ja. Und im Spiel auch, ja. Ah, oh, ja. So, da hinten ist ein Turm, würde ich sagen. Soldatenbogen, sehr gut. Wo? Rechts. Da hinten, ja. Da kommen wir aber nicht drüber geschwommen, deswegen machen wir es mal hier. Da hinten ist eine Brücke. Links. Ja. Aber da gibt es noch was zu ändern. Ja, ja. Hoffe ich mal, dass wir das. Oh, scheiße, die Strömung ist echt heftig. Oh Gott, das wird knapp. Ja, nein, das wird wohl zu knapp. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann doch schon. Du, aber Link nicht, weil er ein bisschen doof ist. Oh, kann ich dich reiten? Also, Dennis? Mich ja, das die Maschine nicht. Nee, ich meinte eher den Widder da hinten. Den Widder? Den da. Ich glaube, du kannst in diesem Spiel nur Pferde reiten, wenn ich... Oh, hätte ich dich also erschießen. Dann muss ich dich leider töten. Hier ist nichts, was du hochheben kannst. Doch, da ist was. Nee, das war... Plonk. Oh, die liegt sogar mal richtig rum. Erstaunlich. Boomerang. Okay, gut, den kriegt man in irgendeiner Kiste, die irgendwo verbuddelt ist. Dafür ist in deiner Tasche leider kein Platz. Flupp, zu. Ich muss, glaube ich, in der Waffentasche... Schmeiß doch mal eins von den rostigen oder irgendwie das Ding. So, geil. Wir finden so viele Waffen. Ja. Ups, jetzt ist mir das auch aufgefallen. Naja, lass doch die eine Axt da für Holz hacken. Okay, du willst nie wieder einen Baum hacken. Kann ich auch mit einem Schwert. Hm, sieht interessant aus. Was ist das? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Samen. Nein? Nein, es ist kein Samen. Es ist kein Samen. Es ist kein Samen. Rückzug! Abort, Rückzug. Abort! Oh mein Gott. Au! Was für ein Scheiß. Da. Es ist kein Samen. Mann, das Ding hat eine Reichweite aus der Hölle. Geh weg, ey. Renn einfach weiter. Ich friere dich gleich ein, Bitch. Nein, renn weiter. Du kannst keine Sachen einfrieren. Du kannst nur Wasser einfrieren. Oh Mann, oh Mann. Oh, diese Abenteuer, die wir hier schon erleben. Ja, das ist echt. Oh, Windrad. Wow, da sind noch mehr davon. What? Da sind noch mehr das davon. Das ist ein Wald. Ist doch egal. Nee, ich meine so ein Waldding. Sonst war das immer das mit Wasser. Das ist eine Höhle. Ja, die Octorox. Die, oh mein Alter. Gott, mach ihn kaputt. Der sieht aus wie ein Baum. Das ist voll gute Camouflage, Mann. Haha, wenn wir jetzt keine coolen Sachen dafür bekommen. Tentakel wird aber Zubereitung von Medizin hoch geschätzt. Cool. Ich kann ja mal gucken, was man da... Fleischschnecke. Süßwasserschnecke mit großem Spiralgehäuse, die nachts wie ein Glühwürmchen leuchtet. Spirale. Als Kochzutat schärft sie die Sinne. Das ist also eine Droge. Finde ich gut. So dass man sich lautlos fortbewegen kann. I like big drugs and I cannot lie. So, wo sind denn jetzt hier die fucking Recipes? Hintorn. Hintorn? Hintorn. Okay. Hinterland Blast.
Easter Eggs. Hier stehen sogar Easter Eggs drin. Oh nö. Ha, du bist doch ein Octorok, das sehe ich doch. Ja, siehst du? Ja, nein. Ja. Da war eine Kiste. Oh, das ist Badstein. Geld! Biene. Wir haben sie erstmal. Oh, ich wusste nicht, dass man Geld finden kann. Geil! Bei dem Zelda. Hörst du das, Dennis? Irgendwas klingelt da, ja. Dann klettern wir mal hoch. Bin zu doof, die Rezepte zu finden. Okay. Octorox. Oh, okay. Octorox. Auf wen schmeiß ich denn diesen Stein? Hier ist irgendwie niemand. Doch. Oh, Moment. Da hinten? Wo, in welche Richtung rolle ich den am besten? So sieht's eigentlich ganz. Ja, ja. Mach das doch so. Und Steinfeld. Felssturz. Manchmal müssen die Steine auch in irgendwelchen Kugeln Kuhlen landen, genau. Dann gibt's dafür irgendwas. Zum Beispiel ein Krocksamen. Yes! Okay. I like that. So, Vögel! Warum willst du das Schwert wegwerfen? Will ich nicht. Hör auf, das Schwert wegzuwerfen. Ich auch. Hör auf. Hörst du auf? Bams! Ah! Knapp. Und der fliegt immer noch. Und es ist... Geflügel. Geflügel. Lecker, lecker, lecker. Ja, immer schön vom Boden, weil ja sonst nicht genügend Salmonellen drin sein können. Genau. Oh, du bist aber tot. Okay. Irgendwann stirbst du. Scheint keine Übersicht mit Rezepten zu geben. Doch. Hab ich doch vorhin gesehen. Verdammt, ey. Ich finde die nicht. Selbst mit dem scheiß Index finde ich es nicht. Es ist relativ weit hinten. Okay. Eine Geisterstadt. Bisschen gruselig, aber auch nur ein bisschen. Was kommt denn da? Ach, da gekochte Nahrung. Da kommen ein Skelette. Also. Nee, die Vögel meine ich. Mit ihren gelben Leuchtedingern. Vielleicht sind das so böse Vampirfledermäuse oder so. Achso, also nichts Besonderes. Okay. Nö, alles easy, alles peasy. Hier ist das Rezept. Flederbeißerflügel. Die Flügel eines Flederbeißers. Wer hätte das gedacht? Erst bei näherer Betrachtung fällt dir auf, dass er von kleinen Härchen bedeckt ist. Kochst du ihn mit Insekten, dann schmeckt er immer noch scheiße. Oh, die sehen ja interessant aus. Oh, Flederbeißer Auge. Lecker, lecker, lecker. Es kommt zur Tat, scheint das Auge nicht zu taugen, aber vielleicht findest du irgendeinen anderen Verwendungszweck dafür. Ich schau mal. Es gibt übrigens ein Gericht namens harter Brocken. Jo, cool. Es ist Holz oder beliebiger Edelstein. Und dann kochen. Ja. Und das macht? Einen harten Brocken. Ja, und der Effekt? Hat keinen Effekt. Das ist einfach nur ein harter Brocken. Was hast du denn gedacht? Du hast gerade Holz gekocht. Und ich habe das Ding mitten im Laufen abgeknallt. Ja, du bist voll der Profi. Oh, ja, bin ich sowas ja, von. Ja, du bist der Wahnsinn. Ich bin der Geilste. Ja, ja, ja. Würde niemand... Kannst du kurz mal einen Controller halten? Ich muss mich selbst... Oh. Fabian, zieh die Hose wieder an. Nein. Nein! Um nichts in der Welt. Oh. Herr Doktor, mir geht's nicht so gut. Ja, Sie müssen mit dem Onanieren aufhören. Ja, warum denn? Sonst kann ich Sie nicht untersuchen. So, wo ist denn jetzt hier der Turm, zu dem wir eigentlich wollten? Der ist geradeaus, deswegen laufe ich dahin. Okay. Hier ist gar kein Turm, ich sehe keinen Turm. Du lügst. Das hat nichts gebracht. Ich wollte ihn nur ablenken. Du könntest auch einfach mal einen Bombenpfeil da rein ballern. Oder so. Toll, jetzt ist ihnen ihre Lampe auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat, aber... Ja, da unten ist ein Explosivfass drin gewesen. Das heißt, wenn die Lampe an die richtige Stelle gefallen wäre, wäre das ganze Ding explodiert. Lalalala.
Dennis, wie kommt man nochmal die Pfeile auswählen? Achso. Keine Ahnung. Achso, alles genau. Genau, jetzt kannst du es auswählen. Zu dumm, dass jetzt alle Gegner schon hier sind. Ach man, ey, diese verdammte Waffenverschleißen. Wer deckt sich denn so eine Scheiße aus? Ah, und du rennst, du bist gleich tot. Plus. Und was essen? We need some food. Ja, nein. Kochobst. Ja, das ist halt 5, aber dafür habe ich dann noch Ausdauer. Ja. Ach, da war's. Scheiße. Da kannst du auf Rezept gehen. Ja, du kannst auf Rezept gehen, bei dem, wenn du das Gekochte im Inventar hast. Aber wenn du es nicht mehr im Inventar hast, kannst du auch nicht auf Rezept gehen. Das ist so ein bisschen dumm. So. Hier die neue Waffe aus. Oh, der Dampfhammer. Jetzt rennen sie weg. Gut für sie. Ja, will ich aber euch auch geraten haben. Wir sollen mal wieder ins Häuschen reinwerfen, ins Häuschen, in den Schädel reinlaufen, dann kannst du sie nämlich in die Luft sprengen. Komm her! Boah, aus der Luft! Ja, das kann er. What the fuck! Ich glaube, die sind stark, noch zu stark für uns. So ein bisschen. So, und bevor mir einer in den Rücken schießt. Ja. Alter Falter! Ist doch noch gekochtes Obst, wieso? Bringt doch viel mehr. Ja, aber wir haben so viel Ungekochtes. Ja und? Wir könnten noch effektiveres... Egal. Kochen. Jetzt spreng doch erstmal... Oh. Du bist aber auch... Manchmal, ja. Ja. So, aber erstmal hier... Was zur Hölle? Ich wollte den da auswählen. Ein bisschen eine schnellere Waffe. Ja. Dass ich die stunnen kann. Und dann, Jetzt spreng doch den Laden in die Luft. Genau. Da drin ist, glaube ich, noch einer. Und ein bisschen runter. So? Oder? Nein, so einfach da auf die Fässer. Da sind noch Fässer. Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit komme. Warum denn nicht? So? So? Ja? Okay, das war nicht weit genug. Das hättest du doch wissen müssen. Ja. Ja, das war weit genug. Ja, dann kriegst du nur noch 2 Bombenpfeile. Genau. Glaubst du, sie wissen, was ich hier will? Nein, ich denke, sie haben dich noch nicht bemerkt. Gott sei Dank. Der lebt noch. Ah. Weißt du was, Dennis? Ja, was? Nein? Ich gehe. Nein, was? Ja, nein? Okay. Die Blauen machen echt viel Schaden. Das ist echt ziemlich heftig, ja. Du bist nicht blau. Nee. Du bist nicht blau, du bist kein Gegner für uns. Dich töten wir einfach so. Hahaha, weil wir es können. Oh, shit. Oh, da können wir Pfeile fahren. Ja, ich würde gehen. Zwischendurch einfach noch schnell den Bock, den Speer Arsch aufgewischen. Ja. So, Mann. So, okay, gut. Wie kommen wir denn... Du willst doch jetzt einfach nur zu dem Turm, der steht direkt vor dir. War da gerade ein Meteorit? Es ist möglich. Okay. Es ist möglich, Fabian. Weißt du, was übrigens auch möglich ist? Dass die Folge schon wieder zu Ende sein kann. Ja, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Nee, glaube ich nicht. Die Uhr sagt 19 Minuten. Die Uhr ist eine blöde Schlampe und lügt. Blöde Schlampe, ja, aber sie lügt leider nicht. Oh, okay. Ich bin der normale Mensch, du bist die Schlampe. Sozusagen. Ja. Dann würde ich sagen, können wir das nächste Mal uns die Map für diese Gegend hier holen. Genau, ich bringe uns nur noch näher ran. Näher an den Turm, vorbei an dem Bock da. An dem, ich meinte eher den großen Typen, der da steht. Das ist kein Typ, das ist ein Turm. Das Ding da ist ein Turm? Ja, das ist ein Wachturm von den Bockblinds. Okay. Du bist so ein Depp. Das ist unfassbar. Die ist einfach und der Bock rammt dich weg. Oh Mann. So. Du hast es nicht verdient zu leben. So nicht Bock. Und jetzt ist er weggerannt? Nicht mal Rache? Naja, er weiß halt, wann er gewonnen hat, weißt du? Boah, ich hasse dich.
Und den Bock auch. Ah, danke dafür. Ins Gesicht. Ja, wie kommt dann jetzt hoch? Da sind hoch? Übrigens ganz viele blaue. Ich würde dir vorschlagen, ja, dass wie kommt dann jetzt hoch, hä? Wetten, die Bitches. Können. Die kommen da bestimmt einfach hoch. Turm der Zwillingsperge. Sehr schön. So, da habe ich nämlich Dennis und die Uhr ausgetrickst. Ja, okay. Doch. Mein Gott, dann ist es halt so. So, und jetzt fahren wir runter. Trottel. Da denkt sich auch nicht, oh Gott. Immer mit dem Kopf gegen die Wand. Aber das waren jetzt die Zwillingsberge. Ich frage mich, ob die Zwillingsberge in den früheren Teilen dann der Brillenfels waren. Brillenfels? Mhm. Hast du den Link to the Past zum Beispiel? Das war, wenn du auf den Todesberg hochgegangen bist, war das dieser Fels, der wie eine Brille aussah. Okay, ich erinnere mich nicht, dass es sowas gab, aber okay. Du wirst recht haben, es gab es bestimmt. Du denkst dir das bestimmt gerade nicht aus. Kann ja gar nicht sein. Nee. Würdest du nie tun. Würde das ein Mann sagen, der noch nie von einem Bock einen Berg runtergestoßen wurde? Oh Gott. Ja, wenn wir das doch bloß aufgenommen hätten. Ja. Aber nicht. Nee, Gott sei Dank. Wird es nie einer erfahren. Richtig. Na gut, dann gucken wir uns jetzt noch an, was hier die Karte aufgedeckt, wie die aussieht. Die Minute haben wir dann jetzt auch noch. Einfach nur um der Dramaturgie willen, weil sonst ist das irgendwie albern, dass wir jetzt an der Stelle eine Pause machen. Ja, und ja, das nächste Mal klettern wir die restlichen 12 Meter. Wow, da habt ihr aber was, worauf ihr euch freuen könnt. Mensch, wir verwöhnen euch richtig. Ja. Oh, tiefer. Was? Ja, was? Wir müssen gleich. Wir brechen ja nachher auf zu einem Room Escape Game jetzt, wenn wir hier fertig sind. Ja, leider mal nicht als Let's Play. Tut mir leid, Leute. Ja, das ist jetzt dann unser drittes und es wird kein Let's Play. Ihr wart schon bei zwei Room Escape? Wir waren schon bei zwei. Wir machen das jetzt ja gerade jeden Monat ungefähr. Dieses Jahr. So, oder alle 6 Wochen. I'm watching you. Ja, wir haben dich bestimmt gefragt. Du hattest oder ich war in keine Bonn. Zeit. Naja, meine ich ja, du hattest garantiert keine Zeit. Und dann, ihr kommt mit sowas auf die Idee, wenn ich. Ja. Wie, wir dürfen kein Leben mehr haben, nee, wenn du in Bonn bist? Nee! Okay. Seems legit. Und dann schauen wir doch mal, was dieser Turm aufdeckt. Schickerstein nicht erkannt. Bitte updaten. Netzwerk nicht gefunden. Schade. Schalten Sie doch bitte den richtigen Port an Ihrem Router frei. Was? Okay, es ist nice, dass der jetzt blau leuchtet, aber... Aber? Du wolltest mehr als blaues Leuchten? Datenübertragung beginnt. So, das jetzt kriegen wir ich. Was. Jetzt kriegen wir was. Und pling. So, dann schauen wir doch mal auf die Map. Mappedo. Dateiformat nicht erkannt. Das ist ja mal ein ordentliches Teil, was mal ebenso 5-mal so groß ist wie der Bereich, den wir am Anfang hatten. Nice! Okay. Und wir sind gerade mal bei der Mitte ungefähr. Wir müssen jetzt... Neue Funktionen. Schika-Sensor. Schreine suchen. Das finde ich gut. Coole Sache. Okay, also wir können ein- oder ausschalten, weil der... Ich habe schon gelesen, der nervt ein bisschen mit seinem Gepiepe, wenn er immer an ist. Also man sollte okay. Dann so... Vielleicht sollte man den hin und wieder... Weil der so ein bisschen so ein Ping immer macht. Ah, okay. So. Genau das. Jetzt sollten ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst, indem du in die Richtung gehst und der es am stärksten ausschlägt. Ja, okay. Gut, haben wir das auch wieder gelernt. Wir machen an der Stelle eine Pause, sehen uns nächstes Mal wieder und erkunden weiter diesen riesigen Bereich rund um die Zwillingsberge. Bis dann, Leute. Ciao.